manche Dinge muss man immer wieder machen. Sie gehören zu unserem Alltag dazu. Mehrmals in der Woche bringe ich etwas hier an die Mülltonne. Entrümpeln, Müll wegbringen. Das muss man machen, wenn man es zu Hause einigermaßen sauber und ordentlich haben will. Sonst fängt der Müll an zu stinken oder das Papier türmt sich. Was aber machen wir mit all dem unsichtbaren Müll, den wir nicht sehen, der sich in uns drin ansammelt? Berge von Gedanken, die uns immer wieder einholen, die uns quälen, die uns nicht loslassen. Das ist eine schwere Übung, aber auch sie ist genauso notwendig wie der regelmäßige Gang zu den Mülltonnen. Es macht uns kaputt, wenn seelischer Ballast uns erdrückt. Aber es ist schwer herauszufinden, was das eigentlich so genau ist. Ich denke, in erster Linie sind es Gedanken und Sorgen, die immer und immer wieder kommen. Wie aber werde ich sie nun los? Das ist ja die eigentliche Frage. Ich denke, auch da hilft uns der Alltag weiter. Wie unsere Mülltrennung können wir auch erstmal unsere Gedanken und Sorgen sortieren. Was kann ich ändern? Was liegt in meiner Hand? Wenn ich diesen Stapel gedanklich vor mir habe, dann fange ich an, ihn nach und nach abzutragen, auszuschaffen aus meinem Kopf. Und dann gibt es Dinge, die wir nicht ändern können, die uns immer begleiten, die einfach so sind, wie sie sind. Wir können dieser Pandemie nicht mit unserem eigenen Willen plötzlich ein Ende machen. Wir brauchen da Geduld. Oder auch schwere Krankheiten, die können wir nicht einfach ungeschehen machen. Oder der Verlust eines lieben Menschen. Wir müssen damit leben. Aber wir sind nicht allein. Und das hilft es, auch diesen Ballast zu sortieren und ihn ein Stück weit loslassen zu können. Viele Christinnen und Christen tun das, indem sie beten. Indem sie Gott das übergeben, was uns zu schwer ist zu tragen, was wir nicht loslassen können. Oder auch indem sie für andere beten, denen das vielleicht gerade nicht so gelingt. Ich möchte Ihnen Mut machen heute, ein Stück weit zu entrümpeln, äußerlich, aber vor allen Dingen innerlich, damit wir freier leben, zufriedener werden und getroster in die Zukunft blicken können. Bleiben Sie behütet.